Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play Don't Starve. Wenn ich nicht vollkommen falsch informiert bin, ist das Episode Nummer 17. Wir befinden uns immer noch mitten im Wald und sind ein kleines Mädchen. Genau, wir haben hier unseren Chester. Und ja, wir sind glaube ich auf Itemjagd. Dann ist dann hier drüben, da drüben ist glaube ich eine kleine Insel. So, hier draußen regnet es ohne Ende, also hier im echten Leben, im Real Life sozusagen. Und das geht mir ein bisschen auf den Sack, aber was gibt es Schöneres als an einem verregneten Tag drinnen zu sitzen und eine Runde Let's Play Don't Starve aufzunehmen. Ja, wir wollen die Bäume nicht abfackeln, Mäuschen, das wollen wir nicht machen. Boah, gestern ist mir vielleicht eine Scheiße passiert, was Aufnehmen angeht. Ich wollte gemütlich eine Runde LOL aufnehmen. Habe ich auch gemacht. Ja, hat nichts aufgenommen. So gesagt, okay, probiere ich das Ganze nochmal, war dann die erste Folge, also das erste Spiel von dem Barcade YouTube-Account, der dementsprechend dann nicht veröffentlicht worden wäre. Hab das Ganze nochmal aufgenommen, gut. Das Ganze anschließend dann erstmal abgespeichert und mir gedacht, ah ja, das machst du, lässt du später rendern, kannst du noch ein bisschen was anderes machen, weil wenn ich render, ist mein Laptop nicht mehr so wirklich geeignet, um was anderes zu machen. Oh, hier ist ein kleiner Teich. Und hier ist auch ein Schweinemäuschen. Gut, dann würde ich mal sagen, wir lassen uns hier... Oh nein, das ist ein Drecksfrosch. Wir lassen uns nicht hier nieder. Aber wir können uns hier drüben niederlassen vielleicht. Hab mir dann gedacht, okay, mache ich erstmal nichts. Hab dann ein bisschen was auf einer Festplatte aufgeräumt und hab dann mitten in der Nacht, so ganz heimlich, habe ich versucht, was aufzunehmen. Ja, so ein geheimes Projekt. Okay, nicht ganz geheim, es ist Slenderman. Ich habe das nämlich wiederentdeckt, als ich meine Festplatte aufgeräumt habe und habe mir gedacht, oh, das Slenderman könntest du ja eigentlich mal spielen. Was ist das? Dark Petals, die sollte man nicht essen, glaube ich. Ja, wollte dann Slenderman spielen. Habe ich auch gemacht, habe alles schön aufgenommen, wollte die Folge dann schnell rendern, waren so 20 Minuten, 25 Minuten, glaube ich. Und ja, das Problem war, da war kein Ton. Also ich hatte Ton, ich habe gesprochen, man hat mich auch sprechen gehört. Aber die Dings hatte keinen Ton, der Computerton war nicht da. Und ich sag mal so, Slenderman ohne Computerton, wenn ich will den Samen da haben, Samen, Pickup Seeds. Slenderman ohne Computerton ist ungefähr so spannend, wie auf dem Spielplatz Kinder beim Schaukeln zuzugucken. Überhaupt nicht. Und ja, ich habe für irgendwas angefangen, so Sachen zu machen, aber ich weiß nicht für was. Für die Alchemie-Maschine, gut. Dann machen wir da direkt mal weiter. 3, 4. Ja, und dann habe ich festgestellt, dass der Treiber für den Computer-Sound irgendwie verschwunden ist. Also der ist nicht mehr da. Musste ich den erstmal neu installieren und kann jetzt wieder mit Sound aufnehmen. Ich hoffe, das klappt jetzt auch, weil sonst ist hier die Folge Don't Starve auch im Arsch. Und das finde ich alles andere als gut. Gerade weil Don't Starve, ich speichere das nicht doppelt, ich habe es immer nur einmal, vielleicht sollte ich mal gucken, wie das geht und das dann auch machen, weil sonst spiele ich hier und ihr wisst gar nicht, was abgeht und auf einmal sind wir hier mit einer riesengroßen Burg und alles und ich sagte einfach, das war ich, dabei war ich das gar nicht, wisst ihr. Und ich meine, das kann man mir dann ja auch, wo ist eigentlich, haben wir hier irgendwo eine Base? Okay, okay, da oben ist ein Wurmloch, da ist ein Wurmloch. Was ist denn das für eine komische Map? Ich glaube, wir hatten schon mal irgendwo angefangen, uns aufzubauen. Okay, aber scheinbar nicht hier irgendwo. Okay. Das heißt, wir haben noch nicht mal eine Science-Maschine. Oder doch? Nein, 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 keine Science-Maschine. Ich habe schon ein Weilchen nicht mehr gespielt, muss ich gestehen, so ein paar Tage. Okay, dann sollten wir mal eine Science-Maschine bauen, würde ich sagen. Tools, hier, Wissenschaftler. Direkt mal. Science Machine! Dann können wir hier mal ein bisschen lustige Science machen. Und dann bauen wir auch gleich noch wir müssen das Feuer mal größer machen. Feuer größer! Ich will mehr sehen. Dann bauen wir uns doch gleich auch noch eine Dings. Eine Alchemy Engine. Die bauen wir uns hier hin. Und hier gab es so... weil das Chesterleck gerade den Sound gemacht hat. Hat mir Angst gemacht. So, jetzt brauchen wir noch irgendwie, wir müssen uns Fressen organisieren, weil mit Fressen sieht alles andere als gut aus. Das heißt, wir werden hier, ich glaube, das müssen wir zur Science-Maschine, werden wir eine Improved Farm bauen. Wir haben nur 2 Häufchen. Okay, Chester hat nichts. Das heißt, wir müssen gleich entweder nochmal Häufchen sammeln
Oder eine Falle bauen. Das ist eine Hasenfalle. Hatten wir hier irgendwo Häschen? Ich glaube nicht. Also keine Hasenfalle. Ich glaube, wir bauen uns aber eine Angel. Und mit der Angel angeln wir da. Also ich meine, das macht Sinn, weil das macht man. Oh, so einen Bumerang würde ich mir auch gerne basteln. Blow Dart, Fire Dart, Sleep Dart, Football Helmet, P-Man, Goose Trap. So welche könnten wir uns auch basteln. Weil wir wollen ja diesmal wollen wir sicher sein. Diesmal wollen wir nichts dem Zufall überlassen. So, hier drüben war das Schweinchen. Wir müssen Nahrungsmittel finden. Dum, 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 dum. Chester, du gehst mir auf den Sack. Ups, die nehmen wir mit. Blick. Nahrungsmittel, wie das duftet. Hier ist ein Kaninchen. Hier könnten wir eine Kaninchenfalle aufbauen und könnten wir dieses eine Kaninchen töten. Das würde uns jetzt nicht unbedingt super viel bringen. Aber besser als gar nichts, ne? Wir könnten mal Brandrodung betreiben, indem wir einfach den Wald anzünden. Aber das wäre fies. Boah, habe ich mich schon so ein bisschen erschreckt, als der Baum gerade gewachsen ist. Aber ich sehe nichts passiert, weil hier nur ein Baum leer gewachsen ist. Okay, wir folgen einfach diesem Weg. Und ja, okay, wir folgen nicht einfach nur dem Weg. Wollt zur Hölle, kannst du was zu essen geben? Okay, da könnte theoretisch wirklich was zu essen geben. Nahrung. Hier sind Schweine und hier sind auch Bären. Was sind das? Mal abchecken, was das ist. Was ist das? Ich glaube, ich ziehe zu den Schweinen hier. Ich ziehe definitiv zu den Schweinen hier. Hier wird es mir gut gehen. Hier werde ich wie Gott im Pfadfleisch leben. Okay, dann würde ich sagen, wir basteln uns einen Hammer und ziehen gleich hier hin um. Dann bauen wir uns das hier erstmal ein Feuerchen hin. Ja, hör auf, sie zu fressen, mein Freund. Und zuerst brauchen wir noch ein bisschen Holz. Das heißt, wir gehen jetzt mal Holz farmen. Ich habe keine Axt mehr. What the fuck? Ich brauche eine Axt. Gut, die Axt legen wir an. Und dann geht das lustige Farmen los. Bam! Chop, 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 chop. Ich trinke dir einmal ein Stückchen Kaffee. Kaffee. Die Erfindung Gottes. Pflanzen natürlich auch gleich neue Bäume für die Naturschützer unter euch, ja. Wir wollen den Wald hier nicht abholzen und ausrotten. Wir wollen ja nur nachhaltig, ökonomisch unterwegs sein und uns, ja, schönes Häuschen bauen können. So. Chop, 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 chop. So, komm, auf. Können wir uns einsammeln. Hey, erst einsammeln. So, schon mal ein paar neue Pflanzen. Nicht, dass hier gleich so ein Waldkremlin kommt und uns umbringen will. Weil das wäre mehr oder weniger nicht cool. Überhaupt nicht cool. Überhaupt nicht cool. Oh, wisst ihr, was es jetzt überhaupt gibt, wo ich gerade von Waldkremlins rede? Weil Waldkremlins haben damit überhaupt nichts zu tun, was ich jetzt gleich sagen werde. Es gibt einen Hunde-GoPro-Mount. Für alle, die nicht wissen, was eine GoPro ist, eine... Oh, es lag kurz, weil wir speichern. Eine GoPro... Oh, 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 oh. Fuck, fuck, fuck. Guck mal, hier, ich pflanze Bäume. Guck mal, Bäumchen. Für den armen Schwein noch nichts. Nein, 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 nein. Ihn anzünden. Hat der mir ein Gewicht? Der schlägt kleine Mädchen. Unerhört. Jetzt tötet er alle meine Schweine. Du sollst meine Schweinefreunde nicht töten. Wir kämpfen zusammen. Ich sammle euch mal kurz das Schweinchen ein, was hier schon umgekommen ist. Oh, da hat er mir noch eine gegeben. Ich
Schweine, los geht's! Tötet ihn, tötet ihn! Oh Scheiße. Schweine, mach den Blatt. PKP. Eine Schweinekeule. Noch eine Schweinekeule. Scary, richtig. Wenn die Schweine aufhören würden, ihn anzugreifen, würde er die auch nicht mehr angreifen. Ich glaube, das haben die noch nicht so ganz kapiert. Guck mal, ich bin freundlich, oder? Ja, du tust mir nichts. Gut. Gut, gut, gut. Ich habe nur irgendwie das dumpfe Gefühl, dass hier jetzt nicht mal mehr Schweinehäuser übrig sind. Und wir müssen uns jetzt irgendwie hoch hier. Das sind vielleicht auch mal ein, zwei von den Fleischstücken der Schweine, die sich so heldenhaft gegen ihn gesetzt haben. Ja, was kostet denn zum Beispiel ein Stein? Wir können mal hier das Inventar aufräumen. Ja, dann pflücken wir hier ein bisschen Gras. Gras sammeln. Will er jetzt kommen und mir wehtun? Ich hoffe doch nicht. Ich hoffe nicht, dass er das tun will. Nö, sieht aber nicht so aus. Ich glaube, der ist mir ganz gut gesinnt jetzt. Ich meine, ich habe ja wieder Bäume eingepflanzt, also ich habe ja eigentlich nichts Böses getan. Ich habe Bäume abgeholzt und wieder nachgepflanzt, so wie man das halt machen sollte. Okay, vielleicht ist es jetzt blöd, da Feuer reinzuschmeißen, wenn er zuguckt, aber weißt du, kann man nichts machen. Das war übrigens eine E-Mail, beim nächsten Mal sollte ich vielleicht mal wieder mein E-Mail-Programm beenden, wenn ich aufnehme. Aber nein, wir sind allein. So, können wir uns einen Hammer bauen? Hammer, 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 Hammer. Dafür brauchen wir Seil. Für Seil brauchen wir Gras und das müssen wir refinen und zwar zu Rope. Nicht Seil, nicht Seil. Wir sind ja hier Englisch. Very, very international, yeah. Chester chillt hier hinten neben dem Häuschen. Ich glaube, wir sind einfach ein schlechtes Omen für Schweine, weil das letzte Mal haben wir die Schweine in den Tod geschickt gegen Spinnen und diesmal in den Tod gegen... Also diesmal haben wir sie ja nicht mal geschickt, die haben ja von alleine angegriffen. Letztes Mal waren sie ja noch mit uns befreundet. Aber diesmal sind sie einfach alle gestorben in den Kampf gegen einen Evergreen. So... Um nochmal darauf zurückzukommen, dass die Aufnahmen gestern versaut waren, die einstündige LOL-Episode werde ich wahrscheinlich trotzdem hochladen, weil die war schon geil. Bin ich mir jetzt aber nicht so ganz sicher, also ich will mal keine Versprechung machen. Keine Versprechung. Und ist er nochmal im Ohr gebohrt? Leute, ich habe soeben eine E-Mail bekommen, die habt ihr gehört, dass ich eine Wohnung bekommen habe. Ich suche nämlich gerade eine Wohnung in der Stadt, wo ich studieren werde und der eigentliche Mietinteressierte hat abgesagt, dementsprechend habe ich eine Wohnung. Ja! Wollte ich mal kurz sagen. Ihr glaubt gar nicht, wie Glück mich das gerade macht, weil, ja, ich habe mir Sorgen gemacht. Ich habe mir Sorgen gemacht, dass ich eine Wohnung finde. Aber ich habe eine Wohnung jetzt. So ist das schön. Ach ja. Das heißt aber trotzdem, wir werden uns umziehen. Also nicht nur im echten Leben, auch hier im Spiel. Wir wandern jetzt wieder darüber und holen unsere Science-Maschine ab. Beziehungsweise kloppen die kaputt und bauen die hier wieder auf. Chester ist langsam ein bisschen schneller als Chester. Ja. Jetzt habe ich euch hier voll die privaten Einblicke gewährt. Sind wir auf dem richtigen Weg? Und ihr wisst jetzt, dass ich eine Wohnung habe, ja. Boah. Alles tue ich hier verraten. Alles einfach. Aber okay, gut. Boah, da ist der Baum, die Kate. Das ist jetzt ein Alter, warum der sein Leben fristen wird in den ewigen Jagdgründen der Bäume. Wir müssen noch ein Stück runter. Okay, das kriegen wir hin. Wir laufen jetzt runter. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob die roten oder die grünen Pilze giftig waren. Weil einen von beiden hatten wir mal gegessen, wenn ihr euch noch dran erinnert. Und ja, dies ist uns nicht so gut bekommen. Wir sind instant gestorben. Ah ne, wir sind bei Waffen hier. Tools. Hammer, 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 Hammer. Schaufel, Schaufel, Schaufel. Hammer. Okay, wir brauchen Rope. Das können wir aber herstellen. Das ist kein Problem. Ein Rope.
zwei Rope. Und jetzt bauen wir einen Hammer. Wo sind die Hammer? Da ist der Hammer. Dann tauschen wir das aus und hauen damit die Sachen kaputt. Boom, alles kaputt. Und dann sammeln wir die Ingredients mal wieder ein. War das eigentlich hier in Science? Das sieht so aus, als wenn man fast die vollen wiederbekommt. Interessant. Okay, einsammeln, ja. Okay, man bekommt nicht die vollen zurück. Ja, okay, dann kommt einiges zurück. Oh, hier rennt auch noch ein Schwein rum. Den können wir bei Gelegenheit mal abholen gehen. Weil der könnte uns noch behilflich sein bei der ein oder anderen Sache. Weil das ist ja so ein kleiner Schweinemann. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Science-Maschine jetzt überhaupt bauen soll, weil momentan... Bären? Weil momentan ist unser Wissen ja relativ voll. Also wäre das vielleicht besser, damit zu warten, bis wir wieder weniger Wissen haben und bis dahin erstmal zu farmen oder so. Und dann die Science-Maschinen zu bauen, um anschließend halt das Wissen wieder aufgefüllt zu bekommen. Den Geisteszustand. Kämpfen immer noch. Leute, tut dem armen Baum da nichts. Nein, ich will den nicht entdecken. Gut, aber wie ich gerade sehe, spielen wir auch schon wieder über 15 Minuten. Dementsprechend ist die Folge jetzt vorbei. Euch noch einen wunderschönen Tag. Ich werde einen haben, weil ich habe jetzt eine Wohnung. ja, nochmal schön im Ohr kratzen und wir sehen uns, wenn es das nächste Mal wieder heißt. Let's play Don't Starve. Bye bye.